Man hat die Liebe gesungen, man hat Gedichte geschrieben, man hat Bücher geschrieben, man hat sie verflucht manchmal, man hat sie bewahrt, man hat sie gesungen. Ja, weil die meisten Leute suchen nach Liebe. Viele davon warten auf die Liebe. Die ganz wenige finden die Liebe. Wie sagte Picasso, der berühmte Maler, ich suche nicht, ich finde. Und so gibt es eine Geschichte. Es ist eine wunderschöne Frau. Und sehr freundliche Frau. Und in der Geschichte erzählt man, dass sie sogar schweigsame Frau ist. Wenn man sagt, dass so ein deutsch-algerisches Sprichwort, eine schweigsame Frau ist ein Geschenk Gottes. Das ist nicht von mir. Ich bin nur ein Erzähler. Aber ich sehe noch im Auge, ihr fragt, wie kann so eine wunderschöne Frau und freundlich so alleine sein? Aber es dauert nicht mehr lange. Eines Tages kam ein junger Mann, kam ein Abenteurer, eine Bursche, wie man sagt, und er hat in ihre Tür geklopft. Die Schöne macht die Tür auf und der junge Mann nahm seinen Hut ab und machte eine tiefe Verbeugung. Sagt, Madame, ich möchte Ihnen meine Spezialität zeigen. Die Frau wird rot. Meine Spezialität, Kochen natürlich. Und er sagt zu ihr, ich bin der einzige bekannte Mann, der das Rezept von Steinkuchen besitzt. Steinkuchen. Ich brauche nicht viel, ich brauche nur ihr Herz. Und er hat so nett und so freundlich gefragt, dass die Frau geht auf die Seite und dann man geht hinein, macht ihr das der Herr an und holt er von seiner Tasche einen Stein, tut es in eine Schüssel und rührt. Nach einer Weile sagt er, es steht nicht in meinem Rezept, aber wenn ich 200 Gramm Mehl habe, nur für die Konsistenz. Und die Frau sagt, Mehl haben wir immer da. Sie gab ihm das Mehl. Und er rührt das Stein mit Mehl, rührt und sagt, es steht auch nicht im Rezept, aber wenn ich gerade was eine Katze braucht, ein Schüsschen Milch für die Liaison, für die Bindung. Milch haben wir immer da, ich habe Milch und rührt und rührt. Und er bekam alles, was nicht im Rezept steht. Zucker, Eier, Mandeln. Und nach ungefähr 40 Minuten, so lange dauert ein Kuchen, glaube ich, im Ofen, 45 Minuten, stand auf dem Tisch ein schöner, duftender, warmer Kuchen. Und die Frau sagt, ich verstehe. Das ist ein ganz gewöhnlicher Rührkuchen. Was hat der Stein zu suchen? Aha, Madame, sagt er. L'important, c'est la pierre. Das Wichtigste ist der Stein. Er macht den Unterschied. Nämlich derjenige, der von uns beiden den Stein in seiner Hälfte findet, gibt den anderen einen Kuss. Und ausgerechnet, die Frau fand den Stein in ihrer Hälfte. Und sie machte die Augen zu. Sie bekam einen Kuss. In der Geschichte wird nicht weiter erzählt, was die zwei gemacht haben, weil sie haben den Vorhang zurückgezogen. Aber auf dem Tisch, da blieb nur so ein Stein, so wie der hier, auf dem Tisch. Liebe Freunde, es muss nicht immer ein Diamant sein oder ein Rubin. Ein Stein. Auch den großen Unterschied mit Steinen gibt es in allen Farben, in allen Größen, überall auf dieser Welt. Bedient euch. Dankeschön.